alles zu zwei Dritteln voll. Hm? Eine Kammer ist auch definitiv undicht. Wir haben Ölverschmutzung. Unter Wasser. 100 Kilometer lang. In die Richtung. In die Richtung? Nee. In die? Das von da. Nee. Die Kameraden an der Übungsfront erfahren als Letzte vom realen Einsatz. Lange Gesichter. Die ganze Arbeit war umsonst. Hallo. Was ist los bei euch? Nö, Leute, macht keinen Scheiß. Einen echten Einsatz? Ich habe alles vorbereitet hier. Ihr müsst hierher kommen. Seit 2 Stunden sind wir am Arbeiten. Na, das ist ja schön. Denn viel Spaß. Manfred, die ganze Arbeit war umsonst. Das kann nicht wahr sein. Wir haben einen richtigen Einsatz. Ja und? Dauert länger oder was? Weiß keiner so genau. Das ist natürlich irgendwie nicht so schön. Ne? Wir reißen uns hier den Arsch auf Deutsch gesagt. Und alles umsonst, das kann es nicht sein. Gefahrgutunfälle sind bei der Freiwilligen Feuerwehr selten. Deswegen müssen sie auch regelmäßig geübt werden. Seit langem war die Alarmübung geplant. Selbst an die Verpflegung wurde gedacht. 200 Brötchen haben wir hier. Mettwürste, schönes Mett. Was wollen wir machen? Wollen wir vier uns jetzt hinsetzen und frühstücken? So richtig schön. Warum ist das so gemeint? Ich weiß es nicht. Echt. Von dem Ärger in Sievershausen bekommt Marco gerade wenig mit. Kriegt man das Schiff irgendwie noch seitlich bewegt, dass wir das hier ran, dann brauchen wir nicht zum Übersteigen machen und wir können hier vorne aufsteigen. Ja, wie man sieht, hier ist der Ort des Geschehens, 130.000 Liter Heizöl. Also das heißt es dann heute nochmal umzupumpen. Wird lange dauern. 5 Kammern des Tankschiffs sind mit je 26.000 Litern Öl beladen. Eine davon ist undicht. Mit Hilfe einer Tauchpumpe soll das Öl aus der defekten Kammer in eine andere umgefüllt werden. Die Feuerwehrleute warten auf ihren Einsatz. Doch der polnische Kapitän will das Problem selbst lösen. Ja, verstanden. Wir müssen erstmal in Bereitstellung bleiben. Die Schiffsbesatzung versucht das erstmal mit eigenen Mitteln umzupumpen. Ah, verstanden. Nach Absprache mit allen Beteiligten hat man sich jetzt so geeinigt, auch angeblich aus Kostengründen, dass die Schiffsbesatzung versucht, das erstmal mit eigenen Mitteln umzupumpen. Für uns heißt das, dass wir mit unserem Equipment und den Leuten und Fahrzeugen erstmal hier in Bereitstellung bleiben und beobachten, ob das klappt oder nicht. Im Klartext heißt das warten. Zu groß ist die Angst des Kapitäns, dass ihm der Feuerwehreinsatz teuer zu stehen kommt. Was er nicht weiß, schon jetzt belaufen sich die Kosten auf 70.000 Euro. Das Warten hat ein Ende. Die Feuerwehr greift ein. Alles, was Sie tun, wird mit mir abgesprochen. Okay, ja. Dafür sind wir ja zuständig. Schleuse. Gleich. Das Land ist voller Liebe. Feuerwehreinsatz an der Schleuse. Noch ist alles ruhig, doch das ändert sich schnell. Sag mal an, was ist denn? Wir haben ein Problem, kommt mit. Ja. Ja, das ist mir egal, wie Sie das machen. Sie gehen da nicht rein. Und Sie sprechen das jetzt ab, ne? Genau. Alles, was Sie tun, wird mit mir abgesprochen. Wenn Sie noch weiter reden, dann kommt so viel Wasser und dann ist schon wieder die See nicht. Was haben Sie vorgehabt? Warum wollten Sie einsteigen? Leck. Das können wir machen. Wasserstopp. Ja, das dafür sind wir ja zuständig. Ja. Geld muss machen. Sehen kann man es von hier nicht. Ich will da einen Bericht haben, was da drin ist, ob wir das Leck schließen können. Ausrüsten. Alles, was hier rumrennt, in roten Jacken, jetzt hier weg. Bei einem solchen Großeinsatz kann man schnell den Überblick verlieren. Der Zugführer versucht, die 12 angerückten Feuerwehren zu koordinieren. Jörg, passiert jetzt noch was? Ich brauche dringend Trupps. Mein Material steht schon ganz 1,5 Stunden. Das Ding läuft voll. Ist schnelles Handeln gefragt. Während der Kapitän selbst das Öl umpumpen wollte, lief die undichte Kammer voller Wasser. Material zum Abdichten hat er nicht. Marco muss improvisieren. Das Leck scheint größer als gedacht. Die Zeit drängt. Ja, pass auf, wir besorgen jetzt eine Latte und Holzteile. Und die Latte machen wir auf Maß, Moosgummiplatte, Stück Bett drauf und von oben 2 Keile verkeilen. Damit nicht weiter Wasser in die Kammern dringt, wird die undichte Stelle notdürftig abgedichtet. Einzig der polnische Kapitän, der Verursacher, hat an allem etwas auszusetzen. Er ist immer noch der Meinung, es besser als die Profis zu können. Normalerweise, ich mache das 10-mal schneller wie die 100 Leute. Jawohl. Warum machen Sie das jetzt nicht? Die sind
die sind verrückte Leute und sagt dann mit Maske, ich habe auch Maske. Aber hier ist 100 Leute und 99 wie Luftballone steht auf dem Ufer und gucken, was los. Durch die Verzögerungen sind mittlerweile 4 Stunden vergangen. Ohne das eigenwillige Handeln des Kapitäns hätte die Feuerwehr den Einsatz schnell beenden können. Es ist abgedichtet. Hallo, es ist abgedichtet. Ja. Und jetzt widmen wir uns der zweiten Aufgabe. Die wird sein, das restliche Öl, was hier im Schleusenbecken schwimmt, einzufangen. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Auch die 200 Mettbrötchen aus Sievershausen sind an der Schleuse angekommen und haben dankbare Abnehmer gefunden. Letzte Arbeiten werden noch schnell erledigt. Der lange Tag ist Marco anzumerken, doch er ist zufrieden. Ich denke mal, wir haben das schon ganz gut im Griff jetzt. Also es ist nicht klinisch rein hinterher, aber sauber. Insgesamt 6 Stunden hat der Einsatz gedauert. Ohne den Kapitän hätte Marco wahrscheinlich früher Feierabend gehabt. Geregelte Schichten wie bei der Berufsfeuerwehr gibt es aber bei den ehrenamtlichen Helfern sowieso nicht. Ich hatte mir eigentlich so vorgestellt, ab 20.15 Uhr auf dem Sofa zu sitzen, irgendwie einen guten Film zu gucken. Aber unser Konzept ist mal wieder aufgegangen. Wir sind gut vorbereitet für so eine Lagen und das macht einen dann schon ein bisschen stolz. Also mir geht es eigentlich gut. Dank erhalten die Männer und Frauen von der Freiwilligen Feuerwehr selten. Belohnungen gibt es trotzdem. In Lehrte vor allem in Form von Kameradschaft. Schlaflose Nächte, fließende Übergänge zwischen Job und Einsatz, dazwischen die Familie. Nicht immer bekommt man all das unter einen Hut. Doch Marco und Silvio haben sich bewusst freiwillig für ein Leben als Feuerwehrmann entschieden.